Ja, der plötzliche Saisonabbruch im März hat natürlich zur Folge gehabt, dass keine Spiele mehr stattgefunden haben. Und dass nicht zuletzt auch unsere Sponsoren, die Bärenclub-Mitglieder, Saisonkartenbesitzerinnen und Saisonkartenbesitzer, aber sonst alle Fans einfach nicht mehr können Matchen schauen und zum Teil auch gewisse Leistungen nicht bekommen haben, die sie zu gut hätten gehabt. Aber es war erfreulich, dass eigentlich niemand etwas zurückgehen wollte. Man hat zugunsten des BSV darauf verzichtet. Das hat uns sehr, sehr geholfen, weil wir jetzt ja 4 Monate keine Einnahmen hatten. Das war ein deutliches und schönes Zeichen und das war wichtig. Nach dem Lockdown am 16. März haben Playoffs nicht mehr stattgefunden. Das hat uns einen 6-stelligen Betrag im Minus gebracht. Die Geschäftsstelle, die Spieler und der Gesamtstaff haben auf 20% des Lohns verzichtet, was uns enorm geholfen hat. Das Thema Solidarität natürlich, wo man gemerkt hat, nicht zuletzt eben auch von unseren Partnern, von unseren Fans, wo wir sehr, sehr dankbar sind, wie sie sich verhalten gegenüber, aber speziell natürlich auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spieler, der Staff und auch. Wir sind trotz den Abstandsregeln, die es gegeben hat, eigentlich näher zusammengerückt und hat wirklich gemerkt, dass es die BSV-Familie gibt und das merkt man speziell eben auch in Krisensituationen. Wir fangen morgen am Montag, am 20. Juli, mit dem Training an. Unser Trainer Atzo Stevic hat eine tolle Mannschaftszweig und wir gehen davon aus, dass wir eine super Leistung dieses Jahr erbringen. Am 5. September geht es ja los, daheim, Heimspiel, am Samstagabend, 7 Uhr gegen Kriens Luzern. Am meisten hilft natürlich dem BSV, wenn ihr zahlreich erscheint und jetzt schon die Saisonkarte kauft, weil wir brauchen Unterstützung, wir brauchen Fans erhalten, nur so macht es Spass und dass wir können Vollgas geben ab September in der Mobiliar Arena. Der Saisonstart anfangs September gehe ich davon aus, dass wir 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer hier erhalten können. Unser Schutzkonzept gemäss BAG steht. Wenn sich etwas ändert, tun wir zu gegebener Zeit richtig informieren.